Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, insbesondere aus Nordhessen begrüße ich Sie hier. Die bei der AWO Frankfurt und Wiesbaden bekannt gewordenen Missstände haben zu Recht für Empörung gesorgt. Ich denke, es ist klar, überdimensionierte Dienstwagen, Gehälter und Beraterverträge haben bei einem Sozialverband nichts zu suchen. Das gehört sich nicht, und das gehört da nicht hin. Es ist deutlich geworden, dass die internen Bestimmungen zur Compliance zu umgehen oder auszuhebeln viel zu einfach gewesen ist. Ich denke, hier ist es deutlich geworden, dass es hier alles unweigerlich auf den Tisch muss, und auch wurden ja bereits erste Konsequenzen gezogen, und es werden sicher weitere folgen. Ohne Selbstreinigung darf es bei diesen beiden Kreisverbänden nicht weitergehen. Und ich denke, dazu ist es ja auch deutliche Schritte schon gegangen worden. Ich begrüße auch in diesem Zusammenhang die Ermittlungen, die von Seiten der Kommunen gegangen wurden. Die Stadt Frankfurt hat bereits Mitte Dezember dies beauftragt, ganz genau beauftragt, welche Zuschüsse an die AWO gegeben worden sind und inwiefern diese Gelder sachgerecht und entsprechend der Vorgaben abgerechnet wurden und ausgegeben wurden. Und ich denke, auch diese Untersuchungen sind notwendig, und da müssen ihre Beitrag dazu leisten, dass diese Missstände aufgeklärt und abgestellt werden. Aber so unstrittig wie das ist, so unstrittig ist auch, dass der hier vorliegende Antrag dieser Rechtsaußenfraktion eine Beleidigung des sozialen Engagements an sich ist, meine Damen und Herren. Ihr Antrag hat lediglich das Interesse, die Landesverbände der AWO Hessen Nord und Hessen Süd komplett zu diskreditieren und am liebsten zu zerschlagen. Das ist Ihr Interesse. Ich weiß jetzt nicht, warum Sie sich so aufregen, aber vielleicht regen Sie sich ein bisschen leiser auf, dann könnten die Leute auch nicht. Und ich muss nicht so laut werden. Die Sonderprüfung, die Sie beauftragt haben, würde wahrscheinlich wenig erbringen. Das Land hat nur ein Projekt von der AWO finanziert. Das würde wenig bringen. Aber was Sie mit Ihrem Antrag wollen und was Sie damit tun, Sie stellen, diskreditieren damit das Engagement von 22.500 Mitgliedern und 10.000 ehrenamtlich Engagierten, stellen Sie unter Generalverdacht. Sie wollen die Unterstützungsprogramme für Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderungen, Senioren und Seniorinnen von heute auf morgen am liebsten gleich beenden. Damit nehmen Sie den Benachteiligten dieser Gesellschaft und Tausenden Beschäftigten in Geiselhaft für das Fehlverhalten einiger Funktionsträger. Und das ist wirklich schändlich, das muss ich Ihnen sagen. Und zu Ihrer schrecklichen Heuchelei, mit der Sie uns heute belästigt haben hier. Das muss ich, also das war wirklich, es ist, manchmal ist es ja wirklich schwer zu ertragen. Es ist wirklich schwer zu ertragen. Sie zeigen mit dem Finger auf andere, aber dabei zeigen vier Finger auf Sie selbst. Ihre, man müsste mal überprüfen. Dann müssen wir überprüfen, inwiefern die Parteieigenschaften Ihrer Partei überhaupt noch rechtmäßig sind, nachdem Sie so viele Skandale bereits produziert haben mit Steuerhinterziehung und Hinterziehung von Zuwendungen. Und heute, was ist passiert? Herrn Gauland wurde die Immunität aufgehoben, weil er wegen Steuerhinterziehung angezeigt wird. Und das ist wirklich reine Heuchelei, die Sie hier betreiben. Natürlich kommt Ihnen der Skandal zu Pass, um mal wieder auf die Sozialdemokraten oder die Seite links zu schlagen. Aber ich weiß auch, welches Interesse dahinter steht. Sie haben das Interesse, alle solidarischen Strukturen in diesem Land zu zerschlagen. Wenn ich nur an meinen AWO-Ortsverband vor Ort denke, und ich weiß, mit welchem hohen Engagement und mit wie viel ehrenamtlicher
mit wie viel ehrenamtlichem Interesse das gemacht wird, wie die Seniorenarbeit dort geleistet wird. Ich bin wirklich stolz und ich freue mich über dieses Engagement, auch wenn ich gerne hätte, dass dieses ehrenamtliche Engagement ein bisschen mehr von staatlicher Seite unterstützt werden würde. Aber Sie wollen, Sie haben das Interesse, dass genau so Sachen nicht mehr stattfinden. Sie wollen die Menschen vereinzeln. Sie wollen Solidarität zerschlagen. Und damit wollen Sie Menschen manipulierbarer und bedürftiger machen. Damit, das ist Ihr Konzept, das ist Ihre Absicht. Damit können Sie besser Rattenfänger spielen und Leute hinter sich holen, die einsamer sind, die weniger Unterstützung, die weniger Solidarität erfahren. Und einen solchen Angriff auf die soziale Infrastruktur dieses Landes, dem können wir auf keinen Fall zustimmen und unsere Unterstützung geben. Herzlichen Dank.